für sowohl die Einladung als auch die Einführung. Wobei mit dem Experten, das bin ich nicht. Ich bin einfach jemand, der ein Buch darüber geschrieben hat. Und bin da auch eher, das war auch kein Plan, dieses Buch zu schreiben. Oder es gab auch keinen Auftrag. Das wollte eigentlich auch lange Zeit niemand haben, so ein Buch. Also es gab dafür keinen wirklichen Markt. Ich bin dann auch eher durch Zufall dazu gekommen. Also es wurde schon gesagt, ich bin Künstler. Wobei als Künstler tue ich weniger oder versuche, also tue eigentlich nur ab und zu was, wenn mich was interessiert, wie zum Beispiel so ein Buch schreiben. Und dazu bin ich gekommen durch so ein Missverständnis. Ich habe vor 8 Jahren einen Anruf bekommen von Bekannten oder Freunden und das war so ein sehr langer, umständlicher Anruf. Man kennt es, kennen wahrscheinlich die meisten, man wird angerufen und man merkt, da will jemand etwas von einem. Und deswegen werden dann erstmal sehr viele nette Sachen gesagt und es wird ganz umständlich eine schwierige Geschichte erzählt. Es ging um einen gemeinsamen Bekannten, einen Musiker aus Island, der in Deutschland eine Tournee machen sollte und von dem ich auch wusste, dass er seit 30 Jahren Amphetamin zum Arbeiten gerne nimmt. Und weil es halt in Island relativ, Island ist eine Insel, da muss alles hingebracht werden. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig gewesen mit der Beschaffung des Speeds. Und deswegen hatte sich das Gesundheitsministerium in Island überlegt, dass man als Substitution, also als Ersatzdroge für Speed, denjenigen, die das meinen, dass sie abhängig sind, Ritalin gibt. Und das hat das Leben von diesem Bekannten erleichtert, weil er sich halt nicht mehr darum kümmern musste. Ich musste einfach nur einmal die Woche zum Arzt gehen. Es wurde dann aber etwas schwieriger in dem Moment, als die Zahl der hyperaktiven Kinder, also Kinder, die ADHS haben, in Island wie auf der ganzen Welt in den 90er Jahren stieg. Und dann hat das Gesundheitsministerium in Island entschieden, zuerst die Kinder und dann die Abhängigen. Und dadurch war es A nicht immer ganz, ganz sicher, ob sich das jetzt ausging oder ob wieder noch mehr Kinder da sind und der Plan nicht richtig gestimmt hat. Jedenfalls hätte es auf gar keinen Fall gereicht, um ausreichend jetzt Ritalin anzusparen, damit er seine Tournee organisieren konnte. Und er konnte sich aber auch nicht so richtig vorstellen, das so ganz ohne zu machen. Und deswegen dachte er, er geht wieder zurück auf Speed und fragte dann halt Bekannte in Deutschland und unter anderem eben mich, ob ich es besorgen kann. Und weil er halt auch immer sehr freundlich war, habe ich dann gesagt, ja. Und hatte in dem Moment gar keine Ahnung, wie ich das tun sollte. Ich habe in so einem kleinen Dorf, im sogenannten Zonenrandgebiet, das war so, da, wo die Grenze war, damals gelebt, und bin dann so ein bisschen hilflos so durch den Tag geschlittert und bin zum Sport gegangen und habe dann so auf diesem Fitnessgerät so gesessen und meinen Sport gemacht. Das mache ich sonst nicht, aber da habe ich das so aus Langeweile gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich einfach den Trainer. Irgendwie war der so nett. Und ich dachte, vielleicht kann der einfach mir das so erzählen. Dass vielleicht irgendwo jemand an der Ecke steht oder es gibt irgendein Lokal oder irgendwas. Da habe ich gesagt, ja, ich wollte keinen Speed kaufen. Er sagte, gar kein Problem. Wie viel brauchst du? Ich sagte, 30 Gramm. Und sagte, das ist ein bisschen mehr, das dauert einen Tag länger und einen Tag später habe ich das dann bekommen für 10 Mark pro Gramm. Und das fand ich sehr interessant. Ich hatte dann so eine kleine Filmdose, die war sogar voll mit diesem weißen Pulver. Also ich hatte schon von Drogen Ahnung, aber Speed kam da nie vor. Und da habe ich mir angefangen so nachzudenken, was ist das irgendwie? Das benutzt der eine, um Musik zu machen. Die Kinder können sich damit besser in der Schule konzentrieren. Und das bekommt man im Fitnessstudio für 10 Euro. Und habe dann angefangen, so, ja, mich damit zu beschäftigen. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass es halt über alle möglichen Drogen wahnsinnig viel Informationen gibt oder dass man sich sehr einfach und gut informieren kann. Das ist aber scheinbar Amphetamin und Speed so ein bisschen was wie ein blinder Fleck. Im ersten Moment habe ich gedacht, ein blinder Fleck der Drogengeschichte sind. Weil es gibt einfach, gab zu dem Zeitpunkt keine, es gibt ein einziges Buch von 1975, das ist am MIT in den USA erschienen, was so umfassender versucht, mal so die Entwicklung zu beschreiben.
weil es so eins von diesen Drogenbüchern ist, die schon auf der ersten Seite sagen, das ist was ganz Schlimmes und das ist ganz gefährlich und man tut sich damit ganz fürchterliche Sachen an. Und, aber sonst gibt es nichts, während es über die meisten anderen Drogen, über Heroin und Cannabis und Ecstasy, sehr viele Bücher gibt. Es gibt natürlich kleine Lexika-Absätze, es gibt hier und da was. Und das hat mich natürlich noch sehr viel neugieriger gemacht, dass es eigentlich keine Geschichtsschreibung dazu gibt. Ich bin relativ schnell dann drauf gekommen, warum es die nicht gibt. Das hat einmal damit zu tun, dass es immer eigentlich eher eine Droge gewesen ist für arme Leute, die also keinen bürgerlichen Echokörper dahinter haben, der dann eine Geschichte dazu schreibt. Und natürlich auch, weil Speed sehr, sehr einfach unauffällig und normal ist. Es ist einfach sehr, sehr ähnlich, wie industrieller Kapitalismus aussieht. Es hat nichts Exotisches wie Heroin, es hat keine jahrhundertelange Geschichte, es ist einfach sehr jung und neu. Und es ist einfach immer so mitgelaufen. Und durch dieses Mitlaufen ist aber taucht es an ganz, ganz vielen Punkten, so am Rand auf. Es taucht in sehr viel, es gibt sehr viel Literatur, es gibt sehr viel Musik, aber einfach nur in kleinen Fragmenten. Und die Arbeit an dem Buch hat dann, oder der Reiz hat daran bestanden, einfach diese ganzen vielen kleinen Teile zusammenzutragen und die zusammen zu puzzeln. Und was ich jetzt einfach mal so im Schnelldurchlauf machen werde, ist so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, wie es überhaupt, wie diese Droge entstanden ist und auch so ein bisschen die Fragen, warum ich denke, dass das unglaublich interessant ist. Das Ganze ist ein Abfallprodukt der zweiten industriellen Revolution, das ist so 1887, hat ein rumänischer Chemiker seine Doktorarbeit in Berlin an der Humboldt geschrieben. Der hat sich für künstliche Stoffe interessiert, Zeit industrieller Revolution. Man hat versucht, irgendwie neue Dinge, die man verwerten kann, industriell zu finden. Der hieß Edelano und ist aber dann bekannt geworden durch ein Raffinerieverfahren, also wie man Öl besser verwerten kann. Und hat sich natürlich bei diesem Kunststoff, der für ihn eher so ein technisches Problem war, nicht im geringsten dafür interessiert, wie der auf den Körper und auf den Stoffwechsel wirkt. Deswegen war das auch eine mehr oder minder akademische Arbeit, die dann, wie andere Doktorarbeiten, in die Bibliothek gegangen ist und dafür hat sich 50 Jahre niemand interessiert. Zu dem Zeitpunkt gab es auch noch gar nicht eine Vorstellung davon, oder nur eine ganz, ganz vage Vorstellung, dass das Gehirn so funktionieren könnte, dass man an bestimmten Punkten bestimmte Substanzen wie Adrenalin, Amphetamin ist Adrenalin, chemisch sehr, sehr ähnlich, hinzufügt und dadurch die Reaktionsmuster verändert. Das ist eigentlich dann erst auch in dieser Zeit um 1900 entdeckt worden. Da hat man das erste Mal Adrenalin synthetisch hergestellt und so isoliert. Und Interesse ist aber dann halt wiederum nur an Amphetamin entstanden, aus einem Verwertungszusammenhang, nämlich dadurch, dass in den 20er Jahren hat man Asthmaanfälle behandelt, mit Ephedrin. Ephedrin ist eine pflanzliche Droge.